Guten Abend, liebe Horrorfreunde, und willkommen zu einer weiteren erfreulichen Runde Amnesia. Heute sind wir nur zu zweit, denn ja, nur die Harten kommen in den Garten und der Drache ist nicht mehr dabei im Moment. Ganz einfach ignoriert, aber dafür ist Wolfi weiter am Start. Hallo. Und er wird dafür sorgen, dass wir viel zu lange spielen. Würde ich mal sagen, Wolfi, ja, dann gehen wir mal auf die Dunkelheit zu, oder? Ja. Also du meinst jetzt diesen ersten Raum da? Welchen ersten Raum? Ich bin noch da vor den... Ja. Ach du Scheiße. Ich bin noch da, den wo wir noch gesprengt haben. Okay, hier links ist ein Eingang. Ja, der Eingang, der wird ganz fiese Kiste. Weil ich meine, selbst wenn du dich da mit Lampe hinstellst, siehst du einfach nichts. Ja, der wird echt abartig. Ja, hier wird alles abartig. Ich habe übrigens eine Kiste gefunden. Rechts hinten im Eck ist die von... Oh, da oben, ja, ich sehe sie. Dingern versperrt. Oh ja. Achso, und da links oben ist auch eine Kiste hinter. Oh ja. Wobei ich das irgendwie nicht check. Übrigens an die Zuhörer, eventuell wird Drache einfach so dieses Gespräch hier joinen, also nicht wundern, wenn er auf einmal irgendwas anfängt zu reden. Dann ist er halt doch noch dabei. So, Wolfi, gehen wir da rein in die Tür jetzt. Ja, warte, du hast gesagt, es gibt noch eine zweite Kiste. Eine zum Öffnen. Nee, ich glaube, du meinst dieselbe, die hinter den Tonnen, ne? Okay, ja, gut. Ja, ich nehme mal hier so ein Fass mit, um mich zu schützen. Also ich gehe jetzt rein. Der Schutzschild, ja. Oh, jetzt kommt der Flash. Why are you doing this? Get away from me! Das war aber kurzes Gastspiel hier. Boah, mach mal die Lampe aus, es ist stockduster da drin. Ich zünd grad Kerzen an. Nahrungsvorrat. Ach Gott, nee. Mach auch mal eine ran. Ja, jetzt müssen wir da wohl da rein, oder? Die Nahrungsvorrat. Mhm. Ich stell's mal die Kiste ab, die verhindert mir die Sicht. Okay, hier ist eine Tür, die ist halb offen. Ja, ich hasse so halb offene Türen. Ich mach das Ding jetzt erstmal zu. Und so wie du stelle ich erstmal eine Kiste davor. Ja. Das sieht nämlich gar nicht so doof aus manchmal. Nein, es ist gar nicht mehr so dunkel. Ist ja schön. Also im Moment laufe ich hier nur durch den Raum übrigens. Ich auch. Was gibt's da? Da geht's um Maschinenteile. Gut, hier gibt's wieder Zunderboxen auf der linken Seite, aber... Ja, habe ich aber schon. Ist jetzt nichts vielleicht Bewegendes. Ah, okay, und dann nochmal ein zweites. Auf dem Mittelregal. Ja. Ja, welchen Raum machen wir zuerst? Den dunkel oder den ganz dunklen? Hier ist alles dunkel. Ich würde sagen, da wo die Tür auf war, oder? Okay, also quasi einfach von vorne nach hinten durch. Yep. Okay, dann mache ich da mal kurz die Kiste weg. Und ich luke da jetzt erstmal rein. Oh ja, hier toll, Schweine. Lieber Schweine als... So, ein Zombie, aber stinkt halt ein bisschen. So weit sind wir noch nicht, dass wir hier was riechen können. Oh Gott, das wäre echt schön. Zwischen den Dingern ist auch übrigens wieder Öl, ja, zwischen den Fässern. Schon leuchten sehen. Kann ich auch ganz gut gebrauchen hier in dem Ding. Ja, Schweine. Schimmliges Brot. Cool, man kann die Schweine... du kannst die werfen. Sehr interessant. Ja. Ich höre mich widersprechen. So, welche Tür jetzt? Die Tür des Sounds lauter machen. Weil ich gerade fast nicht verstanden habe, dass er mir was sagt. Ich würde sagen, die nächste halt. Bist du dir echt sicher? Tja, sicher ist man hier wohl nie. Warte, ich mach mal leise auf. Nein! Mach den! Oh! Oh shit! Oh, er hat mich gerade gut zerlegt. Shit. Ich lauf erstmal wieder zurück. Ich auch, aber das Viech kommt nicht raus. Es hat einmal dagegen gebumst und jetzt ist still. Oh shit. Boah, das hat mich richtig erschreckt, das Viech. Richtig fies. Mann. Fuck! Was? Nicht hingehen. Nicht hingehen, dann haut's wieder drauf. Ich hock hier noch in den anderen Gang hier vorne, vor den Nahrungsding.
Oh, Alter, wenn... Das Ding hat richtig geflasht. Ich meine, wenn er nicht gestört werden will, dann soll er ein Schild dranhängen irgendwie. Mit Do Not Disturb oder sowas. Ja, wenn er gerade beim Masturbieren ist oder so. Ja, was machen wir mit dem? Ich weiß es nicht. Können wir deine Kiste da... Das bringt nichts, oder? Der zerschlägt das ja einfach alles. Ja. Aber der wird doch nicht da drinnen bleiben. Ah! Bist du hingegangen? Ich bin nicht mal rangekommen. Das erschreckt einen tierisch, oder? Wenn er da auch mal wieder geht. Ich hab voll die Maus verrissen. Ja, ich auch. Boah, wir müssen ihn ja irgendwie da rauslotsen, oder was? Ich weiß es nicht, ich würde ihn da ganz gerne erstmal drin lassen. Ja, du kannst ja nicht hingehen, der schlägt ja alles kaputt. Ja, ich würde da draußen rum vorbeigehen. Also ich stehe hier nämlich gerade im Licht und der macht nichts mehr. Also man muss, glaube ich, nah genug ran, damit er... Also eventuell halt auf der anderen Seite vorbeigehen. Ich probiere mal aus, ob das geht. Wenn ich gleich da schreie, dann... Wobei das halt auch eine Scheißlösung ist. Ich meine, ich will da nicht im Rücken den Monster haben. Ich auch nicht. Oh, ich bin durchgekommen. Ich habe einen Flashback. Ich auch. Tja. Nun ist sie tot, aber sie hält immer noch nicht die Fresse. Gehen wir da weiter, Wolfi? Alter, ganz ehrlich, das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Ja, müssen weiter. Oder wollen wir... Ja, irgendwas müssen wir machen. Okay, gehen wir weiter. Oh, shit. Ich höre hier schon wieder irgendwas rumgeiern. Maschinenteile. Wie weit bist du denn schon? Boah! Was? Was steht da? Fuck, geh mal weiter. Was steht da, Wolfi? Weiß ich nicht, wo steht was? Wo bist du? Ich bin jetzt gerade die Treppe hoch und Maschinenteile rein. Ja. Bist du weit genug gegangen? Anscheinend nicht. Ah! Sei froh, dass du nicht der Erste warst, der es rausfinden musste. Das hat mich auch wieder voll geflasht, das Ding. Ich mache jetzt mal leise die nächste Tür auf. Mach aber bitte mit. Warte noch. Oh, shit, Alter. Ey, ich sehe es kommen. Da vorne kommt ein Monster und wenn wir den Schrein zurücklaufen, kommt uns das andere entgegen. Boah, bitte nicht. Bitte nicht, dann fange ich an zu schreien. Also, Gott. Der nächste Raum ist ganz okay. Also es ist nur ein Gang. Ah, und da liegt wieder eine Note. Und jede Menge Stäbe, sehr schön. Das sind die zwei Stäbe, die wir brauchen. Okay, steht nur, dass wir halt die anderen Stäbe im Dingens liegen haben. Fuck! Was? Nein! Nein! Wolfie? Nein! Wolfie? Es kommt! Oh shit, wann kommt es, wenn man die Stäbe nimmt, oder? Mach einfach! Die Not. Okay. Wolfie, ich will wissen, was ich zuerst nehmen darf. Ich will nicht, dass es kommt. Wolfie, ich will wissen, was ich zuerst... Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Du musst es selber herausfinden. Aber wir hätten es nicht da hinten offen lassen sein sollen. Ich hab... Wie offen? Fuck. Ich schleich mich jetzt nach vorne. Wolfi, lass mich jetzt hier nicht allein. Ja, Mann, du lässt mich gerade allein. Shit, es kommt, ja. Shit, ja. Lauf. Nichts ist hinter dir. Die Tür ist hier offen. Ich hab Angst. Lauf. Lauf. Nein, der schreit das nächste. Da kommt das nächste gegen. Verpiss dich, du Sau. Lauf. Oh. Meine Frage, wo ist das? Raus. Okay, ich muss vorbeilaufen. Boah. Lauf. Okay, das ist das Scheißmonster aus der Tür gewesen. Nein, das hat mich gleich. Ich hör's. Oh, fuck. Ich bin raus. Es hat mich erschlagen. Komm, lauf. Es wirft mit Steinen. Nein, ich bin gestorben. Scheiße. Ich glaube, es war nicht so klug, die Lampe anzuschalten.
hat mich halt die ganze Zeit gesehen, wo ich laufe. Ich hab's nur ganz kurz, ich hab's echt nur angemacht, weil ich nicht wusste, wo ich lang ist und es stockfinster war. Wolf, du kannst ja auch mitten im Spiel einfach... Oh fuck, das ist das nächste. Das hat mich fast gekillt. Du musst Tab drücken und das Laudanum nehmen, da bleibt das Spiel stehen zum Glück. Ich laufe jetzt einfach, also ich lass mich einfach raus aus diesem Scheiß. Hintere Halle, boah. Meine Fresse, da hat es mich jetzt echt zwei, dreimal richtig hart erschreckt. Vor allem, ich war halt auch so blöd, ja. Ich laufe weg und was mache ich? Ach, drehen wir uns mal um, wie nah es schon dran ist. Steht direkt vor mir und haut mir in die Fresse, ey. Warst du echt, war es echt ich direkt so hinter dir? Fuck, was? Fuck! Das hört nicht auf. Ich bin jetzt hier raus und es hat sofort wieder was geflasht. Ja. Oh Gott, und hier ist es jetzt alles rot. Ja, das Blubspinat kennt man ja schon. Oh, ja, ja. Was liegt da... Drache, ganz ehrlich, viel Spaß. Alter, was ist da im Brunnen? Ja, Geschleime. Ja, was liegt da auf den Beinen? Auf den Beinen? Oh, das ist mir jetzt neu. Da hat es jemand wohl ein bisschen zu genau genommen. Oh shit. Ganz ehrlich, das ist doch krank gewesen gerade eben. Also da hat es mich richtig tierisch gemacht. Alter, mein Puls ist auf. Oh. Ich hab keinen Puls mehr im Moment. Der ist nicht mehr messbar, ja. Der ist irgendwie erstaunlich nicht. Also er ist so, so still, er will keinen Laut. Ich zitter am ganzen Leib. Ey, es war so klar, dass das andere Monster von vorne kommt. Ja, weil, ja, aber gut, aber wir mussten es ja irgendwie machen. Ansonsten wären wir, glaube ich, gar nicht bis nach da hinten gekommen. Das hätte uns schon vorher verprügelt. Ey, was? Ich halte hier dauernd Lampenständer für Monster. Das ist so schlimm. Okay, ich stehe vor dem Maschinenraum. Ich noch nicht, ich hab mich entspannt. Ja, da kannst du dich entspannen? Da läuft Blut überall rum. Oh Gott, ich merke es vielleicht an meinen Kamerabewegungen. Ich zitter hier echt gerade am ganzen Leib. Ich glaube, ich ziehe mir mal fix eine Jacke über, weil... Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ja, ganz ehrlich, ich habe mir die Hosen geschissen, wenn du nicht da warst. Oh Gott, ey, ich sitze total scheiße. So, wollen wir nochmal runtergehen und gucken, was in den Raum war, wo das Monster sich drin versteckt hat? Nein. Willst du echt runter? Ob du echt runter willst? Also, ich weiß halt nicht, ob da vielleicht noch irgendwas ist, was wir brauchen könnten, aber ganz ehrlich, wegen der... Eine Zunderbox, nicht da? Zunderbox, lauf ich da nicht runter? Oh, scheiße, Alter. Ich komme hier aus den Zittern gar nicht mehr raus. Oh... Ey, es war so klar, dass dieses Vieh nochmal von vorne kommt. Oh Gott. Es war so klar, dass dieses Vieh nochmal von vorne kommt. Ey, ich komme aus diesem. Ja, vor allem, ich dachte, es wäre weg, ja? Also, es gibt ja Monster, die verschwinden einfach. Und deswegen bin ich halt dann so ausgekrochen. Und auf einmal steht's wieder da. Und dann sagst du, ich laufe. Ich dachte, okay, jetzt probiere ich's ja. Was willst du? Ja, theoretisch hätte ich so eine Ecke verstecken können und hoffen, dass die woanders hingehen. Aber ich glaube, die wären nicht weggegangen. War ja auch kein... Also, ab jetzt verschwinden die Monster nicht mehr. Oh, Alter, ich komme gar nicht klar. Ja, den ich komm gar nicht klar, jetzt... ja, ich lag. Ich hab halt so Angst, dass da jetzt auf einmal auch Monster sind, weil, also Maschinenraum ist halt cool, weil da waren wir schon, ist alles clear und schön und gut und nichts. Ey, ich würde sagen, wir machen den Aufzug noch fertig, fahren runter und dann aber machen wir Schluss. Ey, ich komm gar nicht mehr klar, ich sitze hier nur noch im Zitter, Alter. Eieiei, ich bin hier gerade Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, runter gleich, ne? Ja, runter und dann links war es, glaube ich, ja. Was mir auffällt, ich sollte eventuell erst gucken, bevor ich einfach so in den Raum laufe. So, mal gucken, ob das Ding irgendeine Reihenfolge hat. Entferne die Stange aus der Öffnung. Das hat eine Reihenfolge. Das steht in der Note drin. So? Sauron, hör auf zu reden, meine Güte. Ich gebe dir deinen Ring schon wieder. Aber ein andermal. Ja, das hat... Das Ding hat eine Reihenfolge. In der Note musst du gucken. Okay. Da steht nämlich irgendwie, Geil, ich hab keine... Funktion Trinity-Dampfanlage, 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Das heißt, du musst erst das Dreiecksymbol reinsetzen, dann das, Quadrat und dann den Kreis. Würde ich mal sagen, also... Das ist eine sehr, sehr gute Idee, ja. Dann nehme ich mal die ganze Scheiße wieder raus. Ich hoffe, Farbe hat keinen Unterschied. Doch, hat einen Unterschied. Also... Das Dreieck. Ah, okay, das steht drauf, ja. Also der blaue Stab. Also erstmal Trinity. So, dann brauchen wir den roten Stab für das Rechteck und dann den gelben Stab für den Kreis. So,